Darauf haben sie in Tunesien lange gewartet. Sommer, Sonne, volle Strände. Die Touristen sind zurück, auch am Strand von Sousse. Genau hier wurden vor 4 Jahren 38 Urlauber von einem Attentäter erschossen. 30 von ihnen kamen aus Großbritannien. Nun sind sie wieder da, Deutsche wie Engländer. Wir waren auch kurzzeitig am Überlegen, ob wir auch wieder stornieren. Aber dann haben wir gedacht, man sieht immer wieder, dass die Sicherheitsleute immer wieder mehr werden. Und ich würde sagen, da hat es kein Problem mehr mit der Sicherheit. Super, man kann sich nicht beklagen. Also Wetter ist super, das Hotel passt. Also man kann sich nicht beklagen. Ich fühle mich sicher, auch wegen der Polizeipatrouillen. Es ist wirklich schön hier. Am Strand wurde aufgerüstet. Die Sicherheitskräfte zeigen regelmäßig Präsenz. Tunesien ist sicher. Das soll die Botschaft sein. Und diese Botschaft verkündet unermüdlich er, Tunesiens Tourismusminister René Trabelsi. Ein ungewöhnlicher Politiker. Trabelsi hat kein Parteibuch, dafür aber als Reiseunternehmer viel praktische Erfahrung. Und er gehört der kleinen jüdischen Gemeinde Tunesiens an, der einzige jüdische Minister in einem arabischen Land. Trabelsi sieht sich als Symbol. Für mich ist das eine große Ehre. So können wir der Welt zeigen, dass in Tunesien Toleranz und Frieden regieren. Bei Veranstaltungen wirbt Trabelsi zusammen mit seinem Premierminister um Europas Urlauber. Sie beide wissen, dass die Sicherheitslage fragil bleibt. In Tunis haben sich erst unlängst 2 Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Wir unternehmen sehr viel, um den Terrorismus zu bekämpfen. Der trifft ja alle Länder dieser Welt. Aber Tunesien ist sicher. Sehen Sie, auch in Europa gibt es keine absolute Sicherheit. Straßensperren und Ausweiskontrollen gehören zum Urlaubsinventar. Doch die Besucher haben sich daran gewöhnt. Solche Aussichten scheinen sie zu überzeugen. Weite Strände und günstige Preise. Tunesien zieht besonders Pauschaltouristen an. Die Hotels auf der Badeinsel Djerba sind in diesem Sommer ausgebucht. Es könnte ein Rekordjahr für Tunesien werden. 9 Millionen Urlauber erwartet der Tourismusminister. Die Reisebranche ist sehr zufrieden. Trabelsi kennt das Produkt, er ist Praktiker. Deswegen geht es bei der Vermarktung schnell voran. Probleme werden unbürokratisch gelöst. Seine Religion spielt doch keine Rolle. Ich weiß gar nicht, ob er praktizierender Jude ist. In Djerba gibt es noch streng bewacht eine kleine jüdische Gemeinde. Von hier stammt der Tourismusminister. Zur Synagoge La Griba pilgern einmal im Jahr Juden aus aller Welt, unter ihnen René Trabelsi. In der ältesten Synagoge Afrikas geht es ein wenig wie auf dem Jahrmarkt zu, ein Rabbiner weiht hochprozentigen Feigenschnaps. Derweil wird der Tourismusminister begeistert von seiner jüdischen Gemeinde begrüßt. Früher hatte die in Tunesien noch 100.000 Mitglieder, nun sind es nur noch gut 1.000. Trabelsi ist ihr Hoffnungsträger. Klar macht mich das stolz, als Minister hier zu sein, denn ich bin ja ein Sohn Djerbas und dieser Gemeinde. In diesem Jahr kamen auch mehrere hundert Pilger aus Israel nach Djerba. Dabei unterhält Tunesien keine diplomatischen Beziehungen mit dem jüdischen Staat wegen des Palästina-Konflikts. Israelis kommen mit einer Sondererlaubnis. Tunesien wird oft für seine Toleranz gelobt, aber auch die hat Grenzen. Die Gesellschaft lehne eine Annäherung an Israel ab, sagt der Soziologe La Russi Amri.
Deswegen stehe der Tourismusminister unter besonderer Beobachtung. Manche zweifeln an seiner Loyalität zum tunesischen Staat. Unlängst gab es in Tunis eine kleine Demonstration gegen Trabelsi. Er sei ein verkappter Zionist. Es gibt in der Bevölkerung die Befürchtung, dass dieser Minister seine jüdische Identität zum Nachteil Tunesiens einsetzen könnte. Denn eines ist für die Mehrheit der Tunesier klar, sie will keine Normalisierung mit Israel. Für René Trabelsi bleibt es eine Gratwanderung. Er möchte wenig Aufsehen um seine Religion machen und sich auf die Arbeit als Tunesiens oberster Werbetrommler konzentrieren. Er glaubt an die vielgepriesene Toleranz seines Landes. Man hat doch gesehen, wie in Syrien oder Libyen ein Bürgerkrieg provoziert wurde. Aber das funktioniert nicht in Tunesien. Hier gibt es eine Kultur des Zusammenlebens, der Solidarität. Es sind solche Bilder, die der Minister in alle Welt senden möchte. Volle Strände, ein Tourismus, der boomt. In Tunesien, so die Botschaft, ist die Lage wieder normal. So normal, wie sie in diesen Zeiten eben sein kann.